Und dann gucken wir jetzt nochmal, welche Farben wir nehmen und so weiter. Korpus haben wir, zwei Maschinen, zweimal Linksen und zweimal Türen. Ausgelaufene Müllbeutel. Aber nicht von uns. Es stinkt hier auch. Versprochen nicht von uns. Nee, haben wir nämlich eben schon beim Gassi gehen gesehen. Überall sind hier so kleine Fliegen. Hauptsache, die fliegen nicht bei uns rein. Ja, wirklich, habe ich auch schon gedacht, nicht, dass Sammy irgendwie an sich zieht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall kurz in den Baumarkt, noch etwas kaufen, weil es bei Amazon immer nicht vorrätig gibt. Und mir reicht es, ich habe heute Morgen so einen Rappel bekommen und will jetzt das Schlafzimmer ordentlich machen. Hier sind wir. Wir haben jetzt auch die passende Folie gefunden. Wir haben uns jetzt für die 39 entschieden. Gerade auch überlegt, so was Weißes zu nehmen, aber dann haben wir irgendwie Sorge, dass zu wenig Licht durchfällt. Einen Spachtel haben wir auch. Du wolltest, glaube ich, noch ein paar Sachen korrigieren in der Wand, ne? Ja, wir haben noch Löcher an der Wand und der Fernseher soll an die Wand. Kennt ihr so Leute, wenn man auf einem Parkplatz ist vor dem Baumarkt und der andere Baumarkt ist 4 Schritte entfernt, die dann nochmal den Parkplatz wechseln? Ey, das sind bestimmt 200 Meter. Das ist gefährlich sonst. Lieber wechseln, als dass man überfahren wird als Fußgänger. Genau. Wir sind jetzt nämlich noch zu Ikea, um einmal Plantbullar zu bestellen. Und ein Alman Mallorca Frühstück. Schön Schnitzel und noch 2 Knobi-Brote. Und das hier ist so ein Vita-Mais, das kennen wir auch noch nicht, aber probieren wir jetzt einfach mal. In der Zeit, wo wir weg waren, kamen genau unsere Philips-Lampen an, die wir bestellt haben. Freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, die platziere ich jetzt schon mal. Mal gucken, wo die hinkommen und dann direkt auch anschließen, damit wir heute Abend schon eine schöne Beleuchtung haben. Passt halt richtig gut. Und die Folie bringe ich dann auch schon mal direkt an die Scheibe ran. Morning. Wir zeigen euch mal kurz, was wir vorhaben, denn wie ihr seht, wir sind wieder in den Startlöchern und wollen jetzt direkt los zu Ikea. Das Regal. Das können wir nicht so zeigen. In diesem Haushalt wird Staub gemacht. Genau, das ist ja ein altes Regal aus meiner Wohnung. Das war eigentlich nur ein Schuhregal, was im Flur stand. Und wir wollen jetzt das altbekannte Bester-Regal oder die beste TV-Bank hier an die Wand hängen. Und da hatten wir erstmal überlegt, ein großes zu nehmen, aber haben dann gemerkt, dann blockt die Tür hier. Das heißt, wir werden einen 1,20er nehmen und hängen das hier rein. Ja. Farbe können wir gleich nochmal aussuchen. Aber ich nehme mal wieder schwarz. Ja, ich glaube auch, wir bleiben bei schwarz. Wir haben auch gesehen, dass es so eine Farbe gibt, aber leider nur in Hochglanz. Und Hochglanz würde hier wieder nicht so reinpassen. Würde es die in matt geben, wäre es natürlich. Ja, das wäre richtig cool. Aber wir glauben, dass es wirklich dann auch am ordentlichsten aussieht, weil hier ist es ja eh schon so recht voll. Und so ein großes Regal nimmt einfach noch mehr Platz ein und bringt mehr Unordnung rein. Und wenn da wirklich so ein schwebendes Ding quasi ist, ja. Und wir holen eine Folie für die Scheibe. Ja, auf jeden Fall eine Scheibe. Eine Scheibe. Weil da ist ein Gebäude ja gegenüber und irgendwie haben wir keine Lust, dass Leute rüberwinken und da ein Schild hochhalten. Mit Insta-Fragezeichen. Ja, das ist schon unangenehm. Also, ne, das ist, ich glaube, man denkt darauf gar nicht drüber nach. Auch, ihr könnt uns immer gerne auf der Straße ansprechen oder so, wenn irgendwas ist. Also, sprecht uns immer gerne an. Aber so in den eigenen vier Wänden, das da dann penetrant reinstarren. So als wenn du gerade auf Toilette sitzt, ja. Jemand die Tür aufmacht und sagt so, hallo. Ist echt so. Vor allem, man fühlt sich ja hier wirklich privat, so das ist unser Zuhause. Und es ist einfach doof, wenn reingestarrt wird und dann gewunken wird und Zettel hochgehalten werden. Das ist wirklich nicht so cool. Wir haben jetzt diesmal die 2 genommen. Das ist so ein bisschen heller, weil das fürs Badezimmer wahrscheinlich ganz cool aussieht. Fürs Badezimmer tauschen wir auch die Folie aus, das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Genau. Weil wir glauben, dass es nicht komplett blickdicht ist. Als wir letztes Mal geguckt haben, wollten wir was hiervon nehmen. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt die hier. Und dann hat sie doch erklärt, dass es eine Tischfolie war. Stell dir mal vor, wir hätten die Tischfolie. Das wäre so witzig. Und dann an die Fenster geklebt. Wir stellen hier jetzt gerade alles zusammen und kann euch da mal das Ergebnis zeigen. Also wir haben gerade schon mal geguckt, das wird wahrscheinlich tatsächlich genau in der Größe etwas werden. Was ist der hier? Ja, und dann gucken wir jetzt nochmal, welche Farben wir nehmen und so weiter. Voilà. So wird das Ganze aussehen.
Vor allem, wir haben uns diese Hochglanzfirmen hier eben schon angeguckt. Die sind gar nicht so krass glänzend. Ich wollte gerade sagen, da geht es echt fit, ne? Ja, den nehmen wir jetzt. So würde das jetzt nochmal aussehen mit Weiß, weil das Einzige, was uns aktuell stört, es gibt kein richtiges Schwarz, sondern es gibt nur so dieses Schwarzbraun. Aber ja, wir nehmen das jetzt mit diesem Schwarzbraun. Das passt wahrscheinlich echt am besten auch mit dem Fernseher. Und es kostet dann 155 Euro. Also geht eigentlich echt voll. Und vor allem, wenn man umzieht das, oder sich vergrößern will oder was auch immer, es hat mir Phil schon erklärt, dann kann man sich immer noch so ein Teil dazu kaufen und dazu stellen. Das ist halt auch richtig gut. Zwei. Ich guck nochmal kurz. Ja, zwei. So, dann schauen wir nochmal. Korpus haben wir, zwei Maschinen, zweimal linksens und zweimal Türen. Ja, also insgesamt zwei, vier, sechs, sieben Sachen. Perfekt. Haben wir alles. Träumchen fürs Träumchen. Jetzt geht's zur Presse. I'm not gonna play nice. I'll be the witch you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know. Cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo. Phil ist hier schon die ganze Zeit fleißig dabei, wie ihr gesehen habt. Und ich werde mich jetzt um das Badezimmer kümmern. Ich habe mir jetzt nochmal die Philips Hue Glühbirnen nachgekauft. Die kommen jetzt auch ins Badezimmer. Wir haben erst überlegt, die weißen zu holen, weil die ein bisschen günstiger sind. Nicht nur ein bisschen günstiger. Oh. Aber wir haben jetzt doch die genommen, weil wir dachten, wenn dann halt richtig. Und das sind halt so Sachen, die behält man wahrscheinlich sein Leben lang so. Also wechselt man ja nicht mehr so schnell aus. Aber es ist echt eine Scheißsache, die einzurichten, um mit Bluetooth zu verbinden, mit Alexa zu verbinden. Dieses Anschrauben ist halt eine Sache von, keine Ahnung, einer Minute bei 12 Lampen, aber der Rest dauert dann halt, keine Ahnung, 3 Jahre gefühlt, weil das halt immer nicht so richtig funktioniert. Aber wenn es dann halt richtig eingerichtet ist, das zeigen wir euch heute Abend, das lohnt sich sowas von, das sieht halt mega gut aus. Und da haben wir die fertige TV-Bank. Ich habe jetzt die Sachen aus dem Regal jetzt hier schon mal reingepackt. Die Türen habe ich gerade auch schon mal angepasst. Leider ist es nicht zu 100% gerade, aber es sollte sich über die Schiene anpassen lassen. Das machen wir die Tage dann bestimmt mal. Ist schon relativ spät. Ich glaube, wenn wir immer dran rumbohren und zupfen, dann wird es zu laut. Aber wir sind happy. Bisschen kaputt. Sie hat sich auch schon in die Ecke verkrochen. Und wir gehen gleich was Schönes essen. Ich will nicht sagen, dass Phil hier verzweifelt, aber es war schon ein Akt. Ein Akt. Und vor allem sind es einfach keine 20 Euro gerechtfertigt. Ja, er ist tatsächlich auf die gute Idee gekommen und hat uns hier ein paar praktische Sachen, so wie das hier auch zum Beispiel, für die Küche gekauft. Also ihr seht, es wird hier langsam immer ordentlicher, immer ordentlicher und cleaner bei uns. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, sowas zu kaufen. Gab's für Amazon, ne? Bei der Decke halt praktisch. Aber jetzt mal ehrlich, hattest du schon mal sowas? Was meinst du, sowas? Ja. Ich bin allgemein voll der Gadget-Freak geworden. Man muss aber sagen, durch so Wish, wo dann halt so mega viele Gadgets sind. Und seitdem, also mein alter Haushalt war auch voll mit Gadgets. Alleine das hier habe ich ja auch hier mit reingebracht. Hier die Schublade, also, darfst du auch nicht zeigen, ist ja nicht aufgehört. Ja. Aber hier solche Schneider, wo man irgendwas reinpackt, wo man sich übelst viel Zeit sparen kann. Und ich muss sagen, also man hätte eigentlich das vorher filmen müssen, aber das sieht jetzt schon echt ordentlich aus. Ja, das stimmt. Es sieht wirklich sehr ordentlich aus. Vor allem ist es halt ja echt praktisch, muss man ja mal sagen, weil es doppelstöckig ist. Und ja, guck mal, hier sind unten ja noch die Tabs dann drin. Ja. Ist auch ganz cool, dass man direkt darauf zugreifen kann. Man braucht keinen Karton aufreißen. Ja. Und man kann die untere Schublade hier rausschieben. Und wie das Schicksal es wollte, guck mal, wie knapp das hier ist. Krass, okay. Aber es geht genau raus. Das ist echt sehr gut. Da muss man wirklich sagen, da ergänzen wir uns auch wieder perfekt. Er ist wirklich so der Typ, Gadgets, was geht. Und im Internet stöbern, was geht. Ach so, ja. Und er hat da richtig Freude dran und ich kotze richtig ab. Alleine, wenn ich irgendetwas kurz suchen muss oder so. Ich bin halt so ein Typ. Erinner dich an Sofa.
Ja. Wir hätten hier eigentlich ein anderes Sofa stehen gehabt. Hier. Ja, genau. Weil ich hasse es, mir lange darüber Gedanken zu machen und bin echt ein Freund davon, Sachen schnell zu erledigen. Und er ist halt jemand, er sucht wirklich gerne nach Dingen und erkundigt sich erstmal auch, ob es noch eine günstigere Variante gibt. Und hat da ja auch eigentlich immer mit Glück. Also es lohnt sich dann ja am Ende doch, aber ich denke mir halt immer, mir macht das einfach keinen Spaß. Ihr habt es ja schon so ein bisschen im Dunkeln gesehen. Jetzt seht ihr das nochmal bei Tageslicht. Hier ist natürlich jetzt auch noch nicht alles komplett aufgeräumt, weil wir hier gerade die nächste Baustelle ja gefühlt haben. Aber es wird, wie ihr merkt. Und es, also wir erfreuen uns da einfach jedes Mal, wenn wir darauf gucken. Das ist einfach so ein Unterschied zu vorher. Ich glaube, weißt du, wann ein trauriger Moment kommen wird? Wenn wir einfach mit allem in dieser Wohnung fertig sein werden. Mhm, und nichts mehr zu tun haben. Nichts mehr zu tun ist. Und wir haben ja letztens schon bei IKEA gesagt, selbst wenn wir jetzt irgendwie einen ganz hohen Gutschein hätten, also jetzt nach der TV-Bank ist ja wirklich möbeltechnisch alles erledigt, wir wüssten echt nicht, was wir mit dem Gutschein machen würden, weil selbst die Deko steht ja zu 100%. Ja, wobei wir da auch noch mal kurz zu Herrn M. Home stimmen wollen. Aber bald ist ja eh Weihnachten angesagt und da nehmen wir euch auf jeden Fall auch noch mal mit, wie wir hier alles dekorieren. Aber auch mit Hochglanz, man sieht es fast gar nicht. Und dieses Schwarz-Braun, wo wir ja anfangs Gedanken hatten, man sieht hier natürlich auch wieder sofort Staub drauf, ne? Das ist halt immer so ein Magnet für Staub, diese Farbe, aber es passt halt wirklich perfekt hier rein. Das ist Feenstaub, das ist kein normaler Staub. Und falls ihr euch fragt, es ist hier ja die ganze Zeit so leer, Sam macht gerade Urlaub. Im letzten Vlog war er gefühlt immer zu sehen. Prost! Der Outfit schon wieder dabei? Wahrscheinlich, ne? Ein Paket kommt an. Wir sind gerade selber aber so. Man muss sagen, das erste Mal, dass jemand wirklich hier Kontrolle gemacht hat, ne? Hat er gefragt nach Vornamen, Nachnamen. Also, wir scheinen einen neuen DHL-Boot zu haben. Die Hoffnung. vielleicht kommen wirklich mal die Pakete an. Das wäre echt krass. Sam macht gerade Urlaub, denn der ist gerade in Dänemark. Also es ist ja wirklich schön und das freut uns mega viel. Wir vermissen ihn natürlich total. Aber es ist natürlich toll, dass es auch so gut klappt und wir uns den Hund so gut aufteilen können. Wenn mal etwas Spannendes ist, dass Sam da dann auch mitkommen kann und Urlaub machen kann am Meer. Und man hat ja auch letztens wieder am Elbschrank gesehen, wie es ihm einfach gefällt. Von daher freuen wir uns da sehr für Sam. Das ist wirklich wie so ein kleines Kind, wo man sich richtig so mitfreut. Aber wo man dann auch gleichzeitig leidet, weil er einfach nicht da ist und wir ihn hier total vermissen. Wundert euch nicht, warum wir sommerlich gekleidet sind. Es ist einfach gefühlt wieder Sommer in... Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als du im Meer gefilmt hast. Ja, es ist auf jeden Fall echt richtig warm mal wieder in Hamburg. Also es ist gefühlt noch gar nicht richtig der Herbst angekommen. Zu den Lampen hier, um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Aggression bekommen so die letzten Tage. Ich habe es jetzt, keine Ahnung wie viele Stunden, 3 Stunden insgesamt probiert. Es lassen sich ein paar Lampen davon verbinden, der Rest nicht. Den müssen wir safe in Bridge holen, glaube ich. Mhm. Der Typ im Laden meinte, dass man das dann mit WLAN verbinden kann. Und dementsprechend glaube ich, dass es dann einfach besser geht. Ja. Hoffen wir. Die Arme hat hier schon stundenlang dran gearbeitet. Ja, und dazu kommen nämlich, also das Komische ist, diese ganz normalen Lampen, die funktionieren alle bei uns. Aber zum Beispiel Alexa, schalte Schlafzimmer ein. Und das ist dann halt auch echt schön hier. Die funktionieren halt alle einwandfrei, auch die da in der Ecke. Aber die habe ich zum Beispiel gestern Abend wieder verbunden. Das hat auch wieder eine halbe Stunde gedauert. Er schmeißt die immer wieder raus. Wir sitzen hier abends, freuen uns, dass es wieder eingerichtet ist und haben es so schön blau, lila, rosa eingestellt, so wie hier auch die anderen Farben sind. Und dann liegen wir hier und plötzlich so von jetzt auf gleich knallhell und weiß. Gestern Abend habe ich ja einen Befehl im Badezimmer fürs Badezimmer gegeben. Ja. Dann ist hier das Licht angegangen. Und das ist gar nicht damit verbunden. Also man kann das ja einzeln einrichten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt über Alexa und Philips Hue, aber man legt ja Gruppierung an und so weiter. Was auch cool ist, wir haben auch so eine Gruppierung von wegen Schlafenszeit. Dann wird tatsächlich das Licht da im Wohnzimmer ausgeschaltet, im Badezimmer und Schlafzimmer schon mal an, damit man sich fertig machen kann. Dann sagt man gute Nacht und dann wird überall das Licht ausgeschaltet. Und das funktioniert alles super. Aber diese neuen Glühbirnen, die wir gekauft haben. Ich wollte gerade sagen, nur die Glühbirnen machen das Problem. Nur die neuen. Ne? Wir haben schon das Gefühl irgendwie, oder haben Angst, dass das an diesen, keine Ahnung, an diesen Glühbirnen liegt. Bisher habe ich auch immer bei Philips hier auf der Webseite bestellt. Und wir haben jetzt das erste Mal die Glühbirnen
über den Baumarkt bestellt, aber daran kannst du nicht. Wobei, du kannst es nicht pauschalisieren, weil die eine Hälfte ist aus dem Baumarkt, die andere Hälfte von Saturn und die dritte Hälfte von ganz woanders. Genau, also, aber das Komische ist, alle von Philips Hue funktionieren einwandfrei, die ich online bestellt habe und die wir bei Saturn und vom Baumarkt gekauft haben, die funktionieren alle nicht. Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen Bluetooth und WLAN-Lampen? Wieso? Was hast du gekauft? Die ganz normalen. Also es gibt ja auch gar keine anderen. Ich frage mich gerade nur, ob es vielleicht irgendwelche Unterschiede gibt in der Empfangsstärke. Nee, eigentlich sind die alle ja gleich, WLAN und Bluetooth, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist ja alles über Bluetooth verbunden. Ja. Und dann verbindet man halt Philips Hue über die App über Alexa. Oh, aber... Und ich habe noch so ein kleines Projekt für uns am Laufen. Und zwar habe ich es mir jetzt vorgenommen, einfach mal coole Sachen rauszusuchen, wo wir essen gehen können, was wir unternehmen können. Und ich habe jetzt ein Restaurant gefunden, ich werde den Namen noch nicht verraten, wo man richtig cool in so kleinen, wie soll man sagen, wie so Gewächshäusern essen kann, die so nebeneinander am... Gewächshäuser? Ja, so nennt man das. Echt? Ja. Kräuterkunde Harry Potter. Glashäusern. Ja, aber das sind Gewächshäuser. Das sind Gewächshäuser, die nebeneinander aufgestellt sind. Super. Da habe ich jetzt Zuckerwasser Deluxe gekauft und habe mir gerade alles in die Hand gespuckt, ey. Ihr habt es nicht gesehen, aber es ist aus der Nase rausgekommen. Bei Cindy kommt grundsätzlich jedes Getränk, wenn sie lacht, aus der Nase raus. Auf jeden Fall ist das ein neues Projekt. Da kann man diesen kleinen Gewächshäusern einfach was essen. Und die sind direkt am Wasser. Das heißt, man hat auch eine richtig coole Aussicht. Und es gibt ein Hauptrestaurant. Leider haben wir da jetzt erstmal vorerst keinen Platz bekommen, weil das ganz schön gefragt ist, aber bald. Madame Sprout, Professor Sprout, sind Sie anwesend? Wo ist das Gewächshaus? Nee, wir haben auch zuletzt... Nimm ruhig noch einen Schluck. Ich stelle das jetzt ab. Wir haben auch einige geschrieben bei Insta, die jetzt zu Suche in Hamburg waren. Das ist auch immer voll lieb. Wenn ihr in Hamburg seid und eigentlich gar nicht aus Hamburg kommt, schreibt ihr mir auch immer ganz viele Tipps, was man in Hamburg machen kann. Das ist immer voll cute. Und da wurde mir auch hier das Alster-Schiff nochmal empfohlen. Man kann auf der Alster, da gibt es so diese Schiffe, die da stehen, quasi wie in Paris, wo wir wieder nicht reingekommen sind. Vielleicht kommen wir ja in Hamburg rein. Und da kann man auch bei Romantic essen. Stell dir mal vor, die schicken uns in Hamburg auch weg. Was machen wir dann? Ey, ich weiß auch, Burger King! Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zum Skandal denkt. Wir waren echt schockiert. Wir haben das auch erst vor wann erfahren, vor 3 Wochen. Ja, vor ein paar Wochen, würde ich sagen. Ja, das war's dann. Es hat uns hart getroffen. Es hat uns sehr hart getroffen. Vor allem, ich bin wirklich gerne zu Burger King ab und zu gegangen. Denn der vegane Burger war dann halt vielleicht nicht so vegan. Von Ratten übertrampelt. Schwuppdiwupp, da sind wir wieder. Worum geht's im nächsten Vlog? Im nächsten Vlog sind wir nochmal bei Maison du Mont. Stimmt. Und kaufen Weihnachtsdeko. Und alles, was nicht festgeschraubt ist. Das hat zu viel Mathematik für mich. Was hat das denn mit Mathematik zu tun? Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Gebt ihr gerne nach oben. Und wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.